Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir etwas wieder mal vom Mickey Mouse bauen, und zwar seinen schönen Heißluftballon. Mit dem erlebt er mit seinen Freunden die schönsten Abenteuer, die man so kennt. Und wie man den sich natürlich jetzt ganz einfach in Minecraft basteln kann, zeige ich dir. Von daher schnapp dir deine Blöcke und dann geht's los. Lass uns mal für den Start erstmal ein paar Blöcke rausholen. So, wir holen uns erstmal ein bisschen roten Beton einmal raus. Denn begleitet uns eine Glocke. Denn Birkenzaun ist dabei. Weißer Beton. Glatte Quarzstufen. Ein Lagerfeuer empfehle ich einfach mal. Und schwarzer Beton. Als Bonusmaterial kann man sich noch rote Keramik und einen Hebel rausholen. Wir legen erstmal los, beim Heißluftballon uns den Korb zu bauen. Dafür machen wir erstmal ein Viereck hin und das Viereck formen wir nun ganz einfach zu einem Pluszeichen. Ja, den äußeren Rand, den können wir natürlich nochmal um einen weiteren Block hier einfach erweitern. Bei so einem Heißluftballon hängen an der Seite meistens Säcke. In Minecraft haben wir nicht wirklich Säcke, wir sind erfinderisch, das heißt, wir nehmen hier einfach eine Glocke und stellen es damit dar. Wir nehmen jetzt natürlich, um beim Heißluftballon die Seile zu nehmen, einfach Zaun, setzen die an den Ecken einmal hin und setzen da, würde ich sagen, 4 Stück, die reichen da völlig aus. Ihr könnt das auch gerne weiter nach oben ziehen, aber 4 Stück ist das ideale Maß. So, das machen wir natürlich hier einmal wie immer auf jeder Seite. Und wenn wir das denn geschafft haben, nehmen wir jetzt unseren weißen Beton, können jetzt auf unseren Zaun schon mal einen Block setzen. Jetzt werden wir natürlich die Seiten nicht komplett gerade verbinden, sondern einfach hier so ein Zweier einfach überstehen lassen. Wenn wir jetzt hier unseren ersten Kreis soweit fertig haben, lassen wir jetzt, würde ich mal sagen, einfach wie wir jetzt unseren Heißluftballon haben von der Korbmaße hier oben noch einmal rein. Das heißt, wir machen jetzt einfach an den Seiten immer so ein Zweier hin. Und wenn wir das haben, können wir jetzt darauf wieder das gleiche Maß hier einmal platzieren, wie wir das unten schon haben. Also einfach hier alles auf 2 hoch machen und dann noch einmal überstehen lassen. Sobald ihr die Ballonform erstmal soweit habt, fliegt ihr jetzt einfach auf eine Seite, wo wir hier den Zweier haben. Hier macht ihr jetzt an sich einen Vierer hin. So von der Breite 4. Und die Höhe wird auch nochmal 4 sein. Also können wir 10, 2, 3 und 4. So, diesen Vierer werden wir jetzt erstmal auf jeder Seite machen, sodass wir uns hier einen Würfel formen. Wenn wir denn hier auf jeder Seite diese 4 Blöcke uns jeweils hingesetzt haben, können wir in die Ecken nochmal 2 weitere Blöcke uns hier hinsetzen. Einfach schön in der Mitte, so, dass unten wie oben halt ein Block noch übrig bleibt, ne? Das zieht ihr einmal wieder ringsrum, ganz oben drauf, setzt ihr nochmal 2 weitere Blöcke in der Mitte hin, auf jeder Seite. Und sobald wir das auch wieder erledigt haben, könnt ihr oben das Ganze einmal schließen. Macht das hier einfach zu. Nun kommen wir dazu, natürlich noch diese Finger uns einmal reinzuzeichnen, aber ich wechsle mal kurz zum Lagerfeuer, denn wir haben unten die Möglichkeit, ich mache das hier mal ein bisschen dicker, so, einfach mal schön zumachen, dass wir hier einfach nur so ein Viereck haben. Da könnt ihr jetzt ganz einfach eure Lagerfeuer hier platzieren, damit der Heißluftballon auch ein bisschen realistisch ist, ne? Das Lagerfeuer füllt das Ganze hier mit heißer Luft und dadurch steigt er halt nach oben. Jetzt kommen wir natürlich dazu, die Finger uns einmal zu zeichnen. Wir nehmen wieder unser weißes Beton, wir fliegen oben in die Mitte hin und wir gucken den Ballon einfach so seitlich an. Also, was heißt seitlich? So schräg dann von der Seite eher gesagt. Und ganz oben in der Mitte setzen wir den ersten Finger hin, einfach auf 2 Blöcke hoch machen. Dann geht ihr einfach so schräg 2 Blöcke zur Seite hin. Und dann wollen wir hier nochmal einen Finger uns zeichnen, der dann hier an der Seite einfach so übersteht. So, auf der anderen Seite auch nochmal einfach so ein Finger hin, der hier so ein bisschen übersteht. Jetzt kommen unsere Stufen zum Einsatz. Und zwar hier bei den seitlichen Fingern verstärken wir das Ganze unten nochmal mit einer Quarzstufe. Und den mittleren Finger möchte ich natürlich ein bisschen höher haben, von daher setzen wir darauf dann einfach die Quarzstufe. Jetzt hat der Heißluftballon natürlich 4 Finger. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, auf welcher Seite ihr euch noch den nächsten Finger machen wollt. Ich sage jetzt, ich nehme jetzt einfach mal hier die Seite. Und dann gehen wir einfach nochmal so seitlich 2 weitere Blöcke raus. So, und das ist der Daumen. Da würde ich sagen, der Daumen geht nach oben, also noch eine einfache weitere Stufe oben hinsetzen. Jetzt wollen wir den Heißluftballon natürlich noch anmalen. Bei Mickey Mouse haben ja diese ganzen Handschuhe immer so 3 schwarze Streifen. Einfach einen hier vorne in der Ecke hinsetzen, einen Block freilassen und dann setzt ihr gleich hier die nächsten Streifen einfach hin. Und das macht ihr einmal einen auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Das heißt, ihr fliegt einfach auf die andere Seite. So. Hier erstmal die Ecke austauschen, so schwarzer Beton. Und dann einfach einen Block freilassen und wieder hier den schwarzen Beton einmal hin. Wunderbar. So, dann ist unser Heißluftballon schon fertig. Und wer möchte, kann natürlich noch gerne Mickey Mouse einmal reinzeichnen. So, einmal rote Keramik hin, schwarzer Beton einmal rauf. Dann verpassen wir Mickey natürlich noch seine Ohren. Geben ihm noch eine Hand, vielleicht noch 2, wenn man möchte. Kann er vielleicht so schräg stehen oder ihr macht nur einen hin. Und dann nehmt ihr nochmal, dann muss ich noch kurz zum anderen fliegen. Und zwar können wir natürlich noch einmal einen Birkenschalter nehmen oder irgendeinen anderen Schalter und gibt ihm einfach noch eine Nase. Und das wäre dann schon Mickey. Hallo Leute, ich bin's, Mickey Mouse.
So, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Jetzt haben wir einen Heißluftballon hier auf unserer Welt. Mickey Maus kann jetzt unsere Welt erkunden. Und wenn dir das Video natürlich gefallen hat und du mehr sehen willst, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere einfach den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.